hier ist wieder der Stahlvermieger, wieder eure Blockhütte. Ja, ich lese da gerade eine schöne Frage. Ja, ich wurde gefragt, wie das bei mir ist mit Live-Auftritten, ob ich davor und danach so meine Ruhe brauche, ob mir dann die Leute auf den Sack gehen, wenn sie mich was fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gehöre zu den Musikern, die ja eigentlich gar nicht so viel live spielen und gespielt haben. Aus dem schlicht und ergreifenden Grunde, ich komme aus Norddeutschland, das haben ja wahrscheinlich schon einige mitbekommen, und bei mir in der Gegend ist das gar nicht so, wenn ich mit allen anderen Leuten irgendwie mal so schreibe und so, die leben in Regionen, wo Live-Musik viel, viel mehr praktiziert wird. Wenn ich da an den ganzen Süden denke, mit Schützenfesten und all so ein Tamtam und Hochzeiten und was weiß ich nicht was, Tanzbands und tralala, das gibt's hier bei mir überhaupt nicht. Das, als ich jung war und eben halt Gitarre gespielt habe, da gab's sowas hier noch einigermaßen, aber die haben dann eben halt alle Tanzmusik gemacht und da habe ich mich nie für interessiert. Ich wollte irgendwie immer eigene Sachen machen irgendwie oder beziehungsweise Rockmusik und das war ja überhaupt nicht angesagt, beziehungsweise die Bands früher wollten alle immer Geld verdienen und das ging natürlich irgendwie wirklich mit der Schlagerschiene ganz gut und das hat sich hier bei mir völlig erledigt. Ich hätte sicherlich mal Lust gehabt, in einer Coverband irgendwie Musik zu machen, also ganz bestimmt, aber eben halt auch zu Bedingungen, wofür keiner Bock drauf gehabt hätte. Also ich hätte sehr großen Wert oder ich würde sehr großen Wert auf Authentizität legen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Coverband unbedingt eine AC/DC-Nummer, alle spielen ja immer gerne Highway to Hell. Ich kann es natürlich nicht mehr hören. Aber wenn ich Highway to Hell spiele in einer Coverband, dann muss A, der Sänger, der da vorne steht, das auch so verkaufen können. Also wenn dann, ich finde es immer, tut mir jetzt leid, ich werde jetzt einige Leute beleidigen, aber das ist mir jetzt egal. Wenn ich denn in einigen Coverbands sehe, wie irgendwelche Frauen den Highway to Hell singen irgendwie, die den Text nicht, überhaupt nicht verstehen und nur weil sie dafür Geld kriegen, das irgendwie runterkrächzen, da geht mir innerlich die Galle auf. Also das ist umgekehrt würde ich es aber genauso sehen. Also ne, was weiß ich, wenn irgendein Sänger jetzt irgendeine Nummer von Melissa Etheridge oder sowas, diese Akustik-Gitarren-Nummer, die kennt ihr ja bestimmt alle, ne? Oder Eleanor Miles oder wie dieser ganze, diese Klassiker, das singt auch kein Mann. Das muss eine Frau singen, die muss das aber dann auch singen können. Ne? Also man, was ich bei den meisten Coverbands immer so bemitleidenswert finde, da wird alles einfach irgendwie nachgeplappert und nachgesungen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Es wird aber sich nie Gedanken darüber gemacht, ob die Formation, die das spielt, die Nummer eigentlich auch gut spielen kann. Und also ich persönlich hätte da die Größe gehabt, wenn man Nummern spielt und man kriegt die einfach nicht geil hin, jedenfalls 1:1 gecovert, dann lässt man das auch mal. Ne? Dann nicht nur, weil es geht oder weil ich in der Lage bin, die Akkorde D, G, A zu spielen oder so. Ne? Auch ganz häufig eine sehr schön versaute Nummer ist auch immer gerne mal hier Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ne? Alle können das Anfangsriff spielen. Ach, die Nummer ist ja so schön einfach, das ist ja nur D, C, G. Aber sobald auch nur ein Soloton kommt, verkacken alle Gitarristen bei diesem Song. Und das war früher, das fand ich immer schlimm. Und deswegen hatte ich nie Bock in Coverbands zu spielen, weil die das immer hingeschissen haben, ohne Ende. Ne? Und hört euch bitte mal eine Live-Version von Sweet Home Alabama von Lynyrd Skynyrd an. 34 Gitarren, ein Gitarrenduell. Hinter der Nummer steckt ja echt was hinter. Ne? Das kann man aber dann nicht irgendwie in so einer Top-40-Band so lieblos dahin musizieren. Das wird diesem Stück nicht gerecht. Das finde ich ganz schlimm. Ne? Und da könnte ich mich heiß reden. Ne? Ja, nochmal zurück aufs Thema. Und ich habe dann eben halt nie so den Ansatz gehabt, richtig viel Live-Musik zu machen. Ich bin auch ein Typ, der sich auf der Bühne bedingt wohlfühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe aufgrund meiner Tätigkeit sitze ich viel. Es ist alles immer schön zu Hause. Ne? Die Komfortzone, die berühmte. Und wenn ich live spiele, Ich habe diese Club-Gigs irgendwie immer gehasst. So. Da schleppt man sein Zeug und der Sound ist immer so halb geil und das drückt alles nicht und das klingt irgendwie alles so ein bisschen zusammengewürfelt und so. Und deswegen habe ich eher so das Problem, mit mir kann man sich gerne vor und nach dem Gig unterhalten ohne Ende. Ich bloß meistens während des Gigs bin ich eben halt mit den Umständen irgendwie nicht so zufrieden. Also das ist so ein bisschen, bei größeren Gigs mit größeren Bühnen, da fand ich das immer geil, wenn das alles ein bisschen rumpelt und köchert. Aber so Club-Gigs, die haben mich nie so wirklich befriedigt, weswegen ich nie den Drang hatte, mich immer auf jede Bühne zu stellen. Das hat sich bis heute nicht geändert.
Und ich bin, glaube ich, auch echt ein schlampiger Live-Gitarrist, muss ich sagen. Weil mir da einfach die Erfahrung fehlt. Also es ist nicht so, dass ich nicht Gitarre spielen könnte. Aber ich habe dann so, ich muss mich wohlfühlen. Wenn ich mich nicht wohlfühlen kann, dann bin ich auf der Bühne nicht inspiriert. Das ist also ganz schlimm. Also das ist, das muss ich wirklich sagen, das ist meine größte Schwäche, glaube ich. Ich habe mich da mittlerweile, früher dachte ich immer, ach, das musst du können. Ich habe für mich aber einfach festgestellt, dass ich nur bedingt ein guter Live-Gitarrist bin oder sein möchte oder sein kann. Ich weiß es nicht. Und was nicht bedeutet, dass ich nie live gespielt habe. Wenn ich meine Bands spiele, so, also im Moment bin ich ja mit meiner neuen Band Mega Clippo am Start und ich habe ja auch noch meine andere Band, Soylent Green. Der Hauptschwerpunkt ist natürlich auf Üben irgendwo, aber mit Mega Clippo haben wir ja gerade eine CD fertig und mit der möchten wir auch live auftreten. Das ist völlig klar. Da habe ich auch Bock drauf. Und das ist ein bisschen was anderes, weil das ist denn, also wir improvisieren halt auf der Bühne nicht. Ne? Also wir, das machen ja viele Bands nicht, improvisieren. Ne? Also wir sind in der Lage, eine gute Live-Show zu bringen mit dem, was wir einstudiert haben. Und da habe ich dann mehr Bock drauf, da weiß ich, was kommt, da bewege ich mich in sicherem Terrain und so sind viele Gitarristen. Ne? Und das ist eben halt, ich ziehe meinen Hut vor Leuten, die live total geil abjammen können, das ist also, da verneige ich mich vor. Das ist bei mir eben halt aufgrund meiner geografischen Lage einfach nie so eine Aufgabe für mich gewesen und demzufolge habe ich mich in dieses Terrain, das ist nicht passiert, sage ich jetzt einfach mal so bis jetzt. Vielleicht passiert es ja noch die nächsten 10 Jahre, wer weiß. Vielleicht werde ich ja noch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, sicherlich vor dem Gig brauche ich ein bisschen meine Ruhe. Ich baue gerne mein Zeugs auf. Da habe ich leider keinen für, der das für mich macht. Aber es wäre auch egal. Ich brauche auch keinen, der das macht. Ich bin lieber selber dabei. Ich habe da meinen Spaß dran. Ich baue meinen Kram schön hin. Dann weiß ich, was los ist. Und meine Lautstärken stelle alles schön ein. Und dann brauche ich vor dem Gig, also ich kann jetzt nicht neben der Bühne stehen, mit Leuten quatschen und dann gehe ich rauf und spiele. Das ist nicht so mein Ding. Also ich brauche dann schon noch meine dreiviertel halbe Stunde. Bisschen was trinken, nochmal kurz aufs Töpfchen, ne, das was man so macht. Und dann Gig spielen und dann brauche ich meistens auch, weil ich bin es gewohnt, dass man immer zusammen irgendwas spielt. Ich bin es auch gewohnt, dass ich meinen Kram immer abbauen musste bisher. Deswegen ist es meistens so, wie ich meinen Gig gespielt habe, geht es runter von der Bühne, dann packe ich meinen ganzen Kram auch. Das sieht manchmal immer ganz unfreundlich aus. Ich weiß, ich entschuldige mich dafür. Es ist aber nicht und niemals bei mir, also ich bin eigentlich immer gut drauf. Und man kann mich immer ansprechen, ich bitte da sogar drum. Wenn ihr mich auch mal irgendwo seht oder so, ist mir letztens erst wieder passiert in Hamburg, sagt einfach Hallo. Ich kann euch ja nicht kennen. Ich kann ja nicht wissen, wer mich schon mal gesehen hat hier bei YouTube und so. Also sagt immer Hallo, quatscht mich mit Namen an, mit irgendwas, beleidigt mich, was weiß ich nicht. Ich bin der Letzte, der dann wegrennt und sagt hier, ne, weil ich muss ja damit leben, dass ihr mich kennt. Also von daher ist das ja Quatsch. Ne? Könnt immer Hallo sagen, ihr könnt immer sofort, wenn ihr mich irgendwo seht in Hamburg beim Konzert oder so, quatscht mich an, wenn ihr irgendwas wissen wollt, quatscht mich gleich an. Trinken wir ein Bierchen zusammen, überhaupt kein Thema. Ich habe total Fachsimpel und so, finde ich großartig. Also ich kann mich tagelang über Dinge unterhalten. Und beim Gig ist es dann auch so, dann baue ich gern ab und dann ne, kurz Revue passieren lassen, kurz runterkommen und dann bin ich gerne bereit, mit allen möglichen Leuten über alles Mögliche zu quatschen. Ne? Also natürlich, auf jeden Fall. Ne? Also ich bin jetzt keiner von den Inselmusikern, die dann wirklich Bühne spielen, weg. Ne? Und dann heutzutage wird das ja immer gerne so zelebriert. Und heutzutage wird es ja auch Mode, dass irgendwelche großen Acts dann noch Backstage-Tickets für Geld verkaufen, damit irgendwelche Fans dann nochmal ein Foto machen können irgendwie. Eins kann ich für mich garantieren. Egal, was bei mir in meinem Leben noch passiert, ich werde niemals Geld dafür nehmen, dass irgendjemand zu mir kommt und mir eine Frage stellt, ne? Oder ein Foto oder eine Autogramm oder weiß der gar nicht was. Sicherlich muss man als Musiker von irgendwas leben, Musik verkaufen, Merchandise, Shirts, CDs, ne? Verkaufen. Sicherlich macht klar, ne? Also man muss ja ein Produkt haben, ich muss ja mit irgendwas Geld verdienen, aber kein Geld verdienen muss man damit, dass man elitäre Kreise schafft, das ist der letzte Scheiß. Also echt, also halte ich gar nichts von. Okay, ihr könnt mich also, egal wo ihr mich seht, quatscht mich an. Für ein Gespräch bin ich immer da.